Jo, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Adventure. Und heute begeben wir uns wieder auf die Monster Hunt im Witchwood. Und zwar dieses Mal mit dem Houndmaster, wenn mich nicht alles täuscht, richtig. Und ja, wir starten auch direkt. Ja, auf meinem zweiten Account habe ich es mittlerweile natürlich schon längst durch. Auf dem Hauptaccount noch nicht. Und ja, was wollen wir eigentlich heute ändern? Beim Houndmaster kann man sagen, grundsätzlich auch wieder relativ wichtig, die Hero Power nicht zu vernachlässigen. Auch die ist relativ stark. So, wir schauen mal, was haben wir denn hier in der Starthand? Die beiden können wir auf jeden Fall behalten, denke ich. Und Swift Messenger können wir auch erstmal so behalten. Ist eigentlich eine ganz solide Starthand, denke ich. Ja, wie immer am Anfang relativ wenig Karten, die wir hier im Deck haben. Wird sich dann mit voranschreitendem Spiel natürlich dann erweitern durch die Belohnung. So, ich bin hier direkt um unsere Pyrobat zu erweitern. Aber wir gehen ja auf Full Agro. Waffen direkt. Ja, okay, und er fällt jetzt einfach da rein. Ne, doch nicht. Dachte schon. Das wäre es gewesen. So. Ja, das Game haben wir schon gewonnen. Bin relativ flott. Ja, Mengen in der Houndmaster braucht hier halt sehr viel auch Hunter-Karten auf. Wie wir jetzt hier schon gesehen haben. Hier nehmen wir, denke ich, die Caltrops, die haben sich bisher immer relativ gut bewährt. So, und dann ist halt die Frage, was machen wir hier? Primordial Drake. Der Grizzled Guardian ist halt nicht so mega stark, würde ich sagen. Und der Green Jelly halt auch nicht. Wir gehen hier, denke ich mal, auf Death Rattles. Bei dem Kartenangebot und hoffen, dass wir dann noch mal irgendwie ein Spell kriegen wie reduziere die Kosten aller Minions auf 5 Mana oder so. So, die beiden Legendaries gehen natürlich erstmal wieder rein ins Deck. Die sind nämlich für den Start, für die Starter viel zu teuer. Ja, ist jetzt nicht so die optimale Starthand, muss ich sagen. Aber die Caltrops und ja, ich hoffe mal, wir werden noch was nachziehen. Man sollte das ganz passen. Bird is the web. Ja, den können wir halt direkt wegtraden. Und die Hero Power. Und auf Turn 3 können wir dann zusammen mit Onderhand. Relativ gut agieren, haben dann zwei Diener auf dem Board, wovon denke ich einer dann überleben dürfte. So, und damit können wir dann gleich den Houndmaster aufs Board bringen, soweit gut ist. Gerade ein relativ schwacher Turn vom Gegner. Ja, und hier geht er nicht auf den 4-3er. Auch relativ interessant. Na, ja, ich selber habe leider keinen Spell mehr im Deck. So, was machen wir hier? Ich denke mal, wir gehen hin. Ja, train den einfach weg. Ich brauche hier noch einen Minion auf Bord. So, und unser Death Rattle Minion wurde hier auch gebufft direkt durch diese Karte. Das ist sehr praktisch. Den können wir direkt wegtraden mit dem 2-6er.
Okay, das war ein starker Play. Sehr gute Synergy. Ja, ich würde vorschlagen, wir spielen hier einfach gerne auf Sport. Wäre das jetzt hier der Swift Messenger mit 2.6 gewesen, hätte ich unter Umständen vielleicht anders gespielt oder so. Das ist ein relativ eindeutiges Ding. Ja, und jetzt haben wir auch von hier mit der Hero vor den Sieg sicher. Und mal die Basen. Ja, ein relativ einfaches Game. Leider hat nicht gute Synergy, muss ich sagen. Dass wir direkt hier den Kern buffen konnten. Unwavering. Da hätten wir halt noch einen Death Rattle Minion, den wir allerdings schon auch im Deck haben. Battlecry. Ein Death Rattle Recruiter Beast. Call of the Wild richtig stark. Die Karte hier an dem Ding. Death Rattle Cards kostet. Less ist eigentlich auch sehr nice. Und Play Dead ist auch richtig nice. Also die beiden Dinger sind halt jetzt echt, ja, starke Optionen. Wir waren Spinner. Das Ding ist, wir haben aktuell eine relativ schwache Biester im Deck. Irgendwann, wir nehmen einfach. Mir gefällt Unwavering ein wenig besser. Ich nehme das jetzt einfach mal. Und hoffen drauf, dass wir gerade jetzt gegen agro-lastige Decks nicht so schnell rausfliegen hier. Gegen Cutthroat Willy. Ach, Swampy schon mal hier. Garten-Einsatz-Drop, das ist schon mal ganz nett. Ich brauche auf jeden Fall einen Einsatz-Drop haben. Was uns natürlich ein bisschen hilft gegen Agro, sind halt die Caltrops, die wir hier haben. Ja, dann beides Biester. Ist eigentlich relativ egal, welchen wir jetzt hier spielen. Den One Mana Crystal this turn only. Ja, den können wir halt. Na, gerade die. Mal schauen. Ja, ich hoffe mal, dass die Hero Call hier auf Minion haut. Leider nicht. Aber ein relativ starker Turn vom Gegner, muss man sagen. Den können wir zum Glück so wegtraden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn er nicht den Minion tradet, so nach Sauber gerade aussieht. Okay, macht er nicht. Das ist nice. Und ja, ich werde jetzt hier sogar hingehen. Und das Ding sogar nochmal mit Divine Shield protecten, bevor ich es dann mit dem Houndmaster im nächsten Turn dann schaffe. Die Waffe ist auch aufgelöst. Das ist eigentlich gerade ein richtig guter Zeitpunkt, um hier den Houndmaster auszuspielen. Na, ah, das ist bitter. Aber dann Assassinate auch dran. Ja, wir spielen einfach den Diener hier aus, weil wenn man hier den verloren Stalker. Haben wir halt 2 Attack weniger und verlieren auch noch den Battlecry. Deshalb hier den 6-2er. Und das könnte rein theoretisch schon massive werden. Na, jetzt leider nicht mehr. Na, jetzt können wir auf jeden Fall ihn wieder ausspielen. Ja, und ist jetzt halt die Frage, wenn wir. Einen mit Rush oder nicht? Denke mal. Was macht er hier, whenever your opponent casts a spell, add a coin to your hand? Ja, ich denke mal, wir können ja einfach alles durchfacen.
Und den kann man auch sogar reintraden. Dann, je nachdem, welchen er tradet, der Minion auch verloren. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was du lässt, da würde ich sagen, ziehen wir einfach den Minion aus. Wenn jetzt hier den Hund rein und hoffen, dass die Widow nicht auch direkt gekillt wird. Hey pal, Trade Prince Jellowix hier. Das hat genau gepasst und damit können wir uns jetzt hier noch einen Legendary aufs Board holen. Ja, perfekte Kombo. Können wir uns hier nur so an. Und wir können auch hier wieder antraden. Ich meine, wird er dadurch dann nicht. Ja, er wird sogar resummen. Noch besser. So, Sneak Soul Shredder räumt auf. Ich kann noch eine dritte Gegner. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier Princess 5 Mana, 5-5er Beast, Battlecry. Gain the Death Rattles of 3 random Minions in your deck. Richtig starke Kombo mit dem Deck an sich. Zumal der dann wahrscheinlich sogar auch wieder belebt wird. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ob er die auch als Death Rattle kriegt oder einfach nur. Weiß ich nicht, ob der mit entsorgt ist oder ohne. Weil eigentlich ist es ein Battlecry-Diener. So, 6 Mana. Summon 3 Minions from the deck with the highest. Boah, das ist richtig stark. Mal gucken, welche werden das denn dann? Das heißt, wir würden beide Sneeds Old Shredder kriegen und er entsort halt auch. Das plus one attack for each friendly minion you control ist jetzt nicht ganz so stark. Dieser Schaus schenkt, der schaltet aus, aber die beiden sind halt mega stark. Weil wir halt wenn wir den Sneasel Shredder kriegen würden, allerdings auch einmal Enzog dann weg ist wahrscheinlich. Und ja, das halt dann die Überlegung, ist das wert oder nicht wert. Oder nimmt man besser Princesses. 5-5er Beast. Beast kombiniert ja auch sehr gut mit Kill Command. Und ja, wir können natürlich auch Pech haben und ziehen hier den Death Rattle von der Fiery Bat drauf, klar. Aber das war's dann im Endeffekt auch schon. Ansonsten habe ich nur noch super stark und deswegen nehme ich jetzt hier in dem Fall auch Princess. Was haben wir hier? Leider nicht ganz so gut. Der Flanking Strike. Leider auch nicht so gut. Ich denke mal, wir nehmen hier wieder Death Rattle. Kriegen noch einen zweiten Kern dazu. Elements und Birdsinger Umbra. Elementar ist so eine Sache. Hilft ein bisschen auf jeden Fall gegen AES, gegen Brocklius. So, mal schauen. Kluftbeat. Das kann er. Weiß ich grad nicht. Look what the dogs dug up. Burglar? Me? Well, I never. Also die Frage, ob wir den Houndmaster keepen. Ich denke mal, wir keepen den einfach mal. Weil es ein relativ günstiger 4er-Drop ist. Und dadurch, dass wir wahrscheinlich mindestens ein Biest auf dem Board haben werden. Für Friendly Minion Stealth until your next turn. Kann man mit leben. Jetzt nicht allzu starke Hero Power, würde ich jetzt so einschätzen. Wir können direkt das nächste Biest aufs Board bringen. Wir haben jetzt schon 2 Biests bekommen hier auf da. Ja, den Train mal mit der nächsten Hero Power weg.
schon bisher ganz gut, würde ich sagen. Evisorate auf die Fire Bed, okay. Kann man machen. Birdsinger Umbra ist natürlich auch super stark jetzt gerade. Ja, der hier wird leider nicht triggern auf Turn 5. Ist halt die Frage, ob wir es trotzdem riskieren. Und ich denke, aktuell ist es wahrscheinlich ein besserer Turn. Besser den auf Turn 4 zu bringen als auf Turn 5. This is our time, scrub. Yeah, beat it. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt funktioniert oder nicht. Wir testen es jetzt einfach. Eins. Zwei. Und 3. Und jetzt ist halt die Frage, triggert Umbra jetzt? Ja. Einfach zu OP die Kombo. Lol. Und der triggert halt auch noch. Wie übermächtig, ey. Wie übermächtig. Deepshot auf den, okay. Kann ich mitleben. Na, ja, da war es dann auch für Skirtsinger Umbra, aber die hat so die Monster-Value rausgeholt. Na, ja, das Ding ist gelaufen. Okay, hätten wir rein theoretisch auch finishen können. Quasi misslieb, aber ist eigentlich auch egal. Mal gucken, was er macht. Weil allein schon der Minion, der ist einfach so überstark. Da kann er machen, was er möchte. Das hat den halt richtig hart dran genommen. Kann man so sagen, zusammen mit Umbra. Ja, also auf jeden Fall richtige Entscheidung, würde ich fast behaupten. Es wäre halt noch genial, wenn wir die Belohnung kriegen, dass alle Minions nur noch 5 kosten. Was haben wir denn hier? Baron Riven, der. Dominions trigger the death rattles twice. Rein theoretisch eine coole Sache. Hier hätten wir mal ein relativ gutes Taunt Pack. Was haben wir hier? Whenever you summon a beast, reduce the cost of this card by 1. Der Ramwrangler ist eigentlich auch relativ nice. Ja, hier hätten wir noch einen Kern Nummer 3 und 4. Allerdings muss ich echt sagen, so würde ich hier eher zu dem Pack tendieren. Aber hier zumindest noch ein 2er-Drop mit dabei haben. Und der Ramwrangler eigentlich auch relativ gute Value haben kann. Da nicht muss, aber haben kann. Und der Knight of the Wild. Wir haben halt ein paar Biester im Deck, also er könnte halt auch relativ günstig kommen. Und wir haben halt schon echt viele Death Rattle Minions an sich im Deck. Also von daher würde ich sagen, wir brauchen nicht zwingend noch mehr. Der Sludge-Bashar wäre ja auch wieder ein Death Rattle, also. Irgendwann beginnen hier auf Companions. Ransel's Poisons helped to shape this twisted wood. Okay, deal 2 damage to a Minion. Er wird zu weiß, er wird poison. 2 Mana.
Was hat die Hero Power? Ein PC. Versus Ransel! Blackmaster Ransel. Look what the dogs dug up! Bring out your dead! I need them. Okay, relativ. Davon. Müssen wir natürlich jetzt abwarten, was er noch nachzieht. Den wollten wir natürlich eher nicht so haben, direkt. Und der könnte oder würde uns dann jetzt auch wieder fehlen. Also die Hero Power jetzt hier erst einmal. Ich denke, er wird jetzt auch die Hero Power. Aber auch nicht. Okay. Ja, ich versuche jetzt einfach mal hier Beutel zu kriegen. Leider nein. Leider gar nicht. Ja, wir können leider nicht hier mit der Hero Power attacken. Das ist richtig ärgerlich gerade. Okay. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Zu sein. Wir können jetzt hier nochmal versuchen mit der Hero Power Poisoners zu erwischen oder wir traden einfach den weg und ich denke mal, das ist auch das, was gerade am meisten Sinn macht, um weg zu sein. So, Minions kosten wieder normal. Keine Hero Power, schon wieder. Ja, beim Wrangler. Lohnt sich hier auf jeden Fall. Ja, perfekt. Ich bin jetzt mal die erste Value aus Umbra rausgeholt. Ah, hier mal einfach hin. Die Kochwürde. Bringen wir den hier rein. Und gehen wir noch ein bisschen auf Safe. Ich denke mal, die Kochwürde wäre jetzt hier wahrscheinlich der primäre Target. Ja, dadurch kriegen wir den schon einen Turn früher aufs Board. Ja, ich denke mal, wir traden hier einfach mal den ganzen kleinen Spot rein. Hier war sogar einer zu viel. Der gibt Schlimmeres, weil dadurch, dass wir jetzt hier den Shredder bringen und unter den nochmal, haben wir hier noch einen gratis Maligos mit aufs Board. Nein! Was ist das denn? Ich mache aber keinen Poison, oder? Ah, perfekt. Ich dachte schon, der würde jetzt den zerstören, das wäre ärgerlich gewesen. Ja, würde ich sagen, einfach den nächsten Shredder aufs Board bringen. What was lost can be found ja, nicht again. Ganz so stark. Aber immer noch okay. Ja, den müssen wir auf jeden Fall wegtraden. Ja, er kostet mittlerweile nur noch 3. Da ist die Kopfhörer weg. Könnte jetzt rein theoretisch ein Explosive Trap sein, wenn wir direkt triggern hier mit ihm. Okay, dann war's das. Mit dem Blackmaster Ransel. Ja, das sollte ich gerne immer mal wieder hoffentlich gearbeitet. First Aid Kit ist relativ nice. Double Your Starting Health ist auch cool. After you play Minion Trigger. Oh, wie göttlich ist denn das? Luna Signe. Passive Luna Signe. After you play a minion, trigger its death rattle effect. Das ist einfach zu stark, also
Die anderen beiden sind jetzt nicht schlecht, aber Platluna sieht mir jetzt einfach perfekt in dem Deck. Ja, Double Baron Riven, der brauchen wir nicht. Afus ist ganz okay. Bei Mortal Drake, Stonehill Scavenger und Stonehill Defender. Strongshell Scavenger. Der ist stark. Da können relativ nette Taunt Minions bei rumkommen. Battlecry für Taunt Minions +2/+2. Habe ich allerdings noch nicht so wirklich viele. Ich denke mal, wir nehmen hier einfach Afus und noch das zweite Unleash mit. Battlecry, gain the death rattle of a random minion in your deck. Okay. Baron Rivendell. Boah, ich glaube, der ist mega stark. Einfach dadurch, dass er. Ja, der ist echt mega stark. Weil your minions trigger the death rattles twice. Wenn sie triggern. Und durch deinen passiven hier, wenn die einfach doppelt getriggert durchs Ausspielen. Das ist quasi derselbe Effekt wie mit Spirit Singer Umbra. Und der Sieping Usling ist halt auch richtig stark in dem Deck. Der Death Rattle von Afus ist halt immer so eine Sache. Der kann gut sein, muss es aber nicht. Von daher nehmen wir einfach mal die Kartenkombo jetzt hier. It's a story. It's a ghost story. It's the story of your end. Forlorn Lover. Passive Hero Power. Whenever a friendly minion dies, shuffle a copy into your deck. Ist hoffentlich machbar. Weil der Deck, was ich hier aktuell habe, ist halt so mega stark. Was natürlich krass wäre, wenn ich halt irgendwie noch die Karte kriegen würde. Alle Minions kosten maximal 5 Mana. Das wäre halt echt der Dream, muss man sagen. Ja, Princess keepen wir auf jeden Fall mega stark, die Karte. Hier geht nur eins wieder ins Deck rein. Firebat können wir für Turn 1 keepen. Turn 2 haben wir die Hero Power, vielleicht kriegen wir noch was. Oh, die Corpse Widow mega stark. Jo, hier haben wir den Swamp Leech. Oh, und der Death Rattle geht auch direkt raus. Ja, hätte ich das vorher gedacht, hätte ich wahrscheinlich den Swamp Leech gespielt, aber okay. Ja, das ist jetzt hier einfach immun das Turn. Ist eigentlich egal. Und ist quasi weggeworfen. Ja, hier sind jetzt Heldrops. Wirkung. Ja, da können wir auf jeden Fall mit leben. Da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Ich hoffe jetzt einfach bitte kein Removal für das Ultima Umbra. Nourish, okay, perfekt. Dann haben wir das Game wahrscheinlich gewonnen. Und das ist jetzt mega stark, weil nicht nur, dass jetzt drei Death Rattles draufkommen, die werden auch direkt durch Umbra getriggert und durch meine Passive wahrscheinlich auch nochmal getriggert. Ah, Skillmancer leider. Ist halt jetzt nicht ultimativ schlecht, aber naja. Needs Old Shredder. Okay, schade. Die Hero Power zählt leider nicht mehr rein. Ah, verdammt. Boom, ah, wir müssen halt wieder Princess aufs Board bringen. Könnten wir auch einen Kern erstmal aufs Board bringen. If
Dann können wir deswegen wegtraden erstmal ein paar Sachen. Ishne Alo Pura! I will keep you close. For honor. Not too many cards! Why the... The scourge will consume you. Greatest virtue. Is patience. For honor. Natural life auf. Burn Riven da. Ah, auf Umbra. Mann. Na, geht auch der zweite Shredder dahin. Noch ein Natural life. Noch mehr Karten geburnt. Ah, jetzt wird echt eklig. Richtig eklig, muss ich sagen. Erstmal geht der hier raus. Und bufft mir. Relativ büff. Aber doch. Ich dachte schon, hat er nicht gekriegt. Ne, hat er. Alles gut. So, wir haben 6 Mana. 2 Handkarten kriege ich gerade aktuell nicht mehr aus. Welcome to my web. Ah, the great outdoors. Ich muss auf jeden Fall zuschauen, dass ich das hier richtig schnell zu Ende kriege, das Game. Das wird nämlich von Mal zu Mal immer ekliger hier gerade. Welcome to my web. Ja, das sieht gerade eigentlich relativ gut aus, muss ich sagen. Not too many cards. Kämpf hat auch noch geburnt. Perfekt. Ups. My darling. So, was kriegen wir für eine Belohnung? Go for the throat. Countess Ashmore. Battle Cry. Draw a Rush, Lifesteal and Death Rattle. Card von dem Deck. Da würden wir definitiv 3 auch rausziehen, muss ich sagen. Okay, Divide and Conquer ist richtig. Na, hier haben wir halt Poisonous. If a Minion died this turn, gain Poisonous. 3-7. Für 5 Mana ist stark. Ja, die beiden gehen so. Der Webspinner, Haunted Creeper. Ja, immer wir nehmen auf jeden Fall die beiden Conker. Was so richtig gut ins Deck. Oh, poor lost Azalina. She'll find a way out. One way or another. Also, Hero Power.
geht, glaube ich, leider durch, weil die Minions ja nicht ausgespielt werden. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass die an den Catlops sterben. Weiß ich jetzt allerdings auch nicht mehr so genau. Muss ich zugeben. Ja, mega, die gut starten, ich nur so. Selbst die Heimen ist perfekt, würde ich fast sagen. Da kann man richtig gut traden am Anfang, auf jeden Fall. Na, aus für die Firebat. Ein Damage aufs Face. Ja, und erwartungsgemäß leider nein mit der Hero Power. Na, leider ins Face. Ja, und das ist halt richtig nervig, die Hero Power. Und ja, eventuell so oder so. Ja, müssen wir definitiv mit dem Kill Command clearen. Leider. Leider. Boah, was war das denn? Immerhin jetzt hier Baron Rivendell. Könnte regeln. Bringen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen das Wort entgegen. Ja, Competitive Spirit war erwartungsgemäß keine große Überraschung hier gerade. Echo, if you return this to your hand, okay, können wir mit leben. Um ehrlich zu sein. Was haben wir Baron Riven da? So viel dazu. Damit bleibt ja nichts anderes suchen, als jetzt hier Soße machen. Nee, oh, den hat er auch noch. Perfekt mit Hero Power hier. Gott, was? Den nach der Armor. Richtig eklig. Er würde halt 2 weniger kosten. Das heißt, für 9 könnte ich das als Combo bringen. Hilft mir allerdings gerade auch nicht viel weiter. Den könnte ich so wegtraden. Den könnte ich auch hier mit traden. Ja, ich glaube, ich werde es wohl riskieren müssen. Und der geht so weg. Der geht so weg. Und ich muss den aufs Board bringen. Das ist mir gerade nicht. Und will er das denn liegen oder nicht? Oh. Come on. Der wird gedacht. Okay, er macht zumindest keine Hero vor. Aber jetzt, ja okay, er trailt jetzt hier auch alles rein.
Mal schauen, ob wir den jetzt mit dem Schwert wegtrade. Ich denke ja nicht. Das Schwert wird jetzt auch komplett aufgebaut, glaube ich. Oder? Okay, und er kann gar nicht attacken, gerade das ist perfekt. Ich könnte das machen, bringt mir nicht. Ich könnte gern spielen, bringt mir semi was, also. Das Spreader ist halt richtig gut gerade. Oh. Haste makes waste. Auch das war gut. So, der kann erstmal Bose. Haste makes waste. Und jetzt sieht es auch ganz gut aus, rein theoretisch. Kann ich auch mitleben. Gehen wir einfach weg. Das wechseln wir wieder auf Haste. Müssen wir natürlich wegtraden. Wir brauchen nur einen Punkt. Der kann mal schnell kommen und hat sind die alle auf, was weiß ich, wohin gebufft und töten mich. Nächsten Turn liefert, wenn jetzt hier nichts was ist gedient. Noch ein. For honor. Den traden wir auf jeden Fall erstmal durch. Ja, wir können rein theoretisch noch ihr Kern aufs Board bringen. Und vorher den droppen. You shall pay. The beasts betrayed me. So, sehr schön aufgefüllt das Board. Mal schauen, ob es diesmal reicht. For honor. Ishne Alo Pura. Oh, mit Sacrifice habe ich fast mit gerechnet, deswegen habe ich hier die Betreuer oder Einsauer nicht darauf getradet. So, und so, Avalina ist damit auch Geschichte. Whee. Choose a treasure. Restore your hero to full health. Draw 5 Karten für 7 Mana. Destroy a minion and fill your hand with coins. Für 4 Mana. Battle cry, discover a treasure. Auch nicht verkehrt.
Alfescher kann genial sein, er kann aber auch für die Tonne sein und das im letzten Game. Ich denke, wir werden hier den Vierer-Drop spielen. Ich meine, wir haben halt Spirit Singer Umbra. Zweimal Baron Riven der. Das sind unsere. Und den Swift Messenger. Das sind unsere bisherigen Drops. Das Ding ist, die Hand wird mit den Points gefüllt. Also können definitiv noch einen Minion zusätzlich aufs Board bringen. Aber wenn wir den auf Turn 4 spielen können, müssen, wie auch immer, dann ist das perfekt. Noch eine zweite Spirit Singer Umbra hätten wir im Angebot. Giant Anaconda, das haben wir eine Minion und eine Hand with 5 or more Attack. Ist auch stark. Könnten sogar fast die Quest komplett kriegen, vermute ich gerade. Night of the Wild. Night of the Wild, Menagerie Warden. Wir haben halt relativ wenig East Minions. Allerdings haben wir Princess. Wenn wir die kopieren können, ey. Wir versuchen es. Gegen Glinda Crowskin, was hat sie? While you control a Minion, your hero is immune. Okay. Heißt, wir müssen den gegnerischen Minions vom Board runterkriegen, damit sie angreifbar wird. Shaw versus Glinda Crowskin. Aber der Einsatzdruck ist geil, den ziehen wir auch direkt. Have you tracked us? Or have we lured you here? Okay, ist eigentlich eine relativ gute Steuerung. Relativ. Ja, schon mal ein paar Drop. Diesmal haben wir es auch richtig rum gemacht. Why did you cast your lot with Hagatha? If you knew her power, sure, you'd heal like your dogs. Komm, mach hin. Come, my children. Ja, wäre natürlich perfekt mit Double Caltrops, dann würde die Karte nämlich direkt auf 1 gesetzt werden und wir können sie Back Hero powern, wenn sie jetzt halt so Hero powern müssen, leider. Good help is hard to mind control. Grant me your life. Und da kommt die nächste Karte davon. Guck mal, wohin es geht. Also, ich bild. Ja. Und es war natürlich, es war klar, es war eigentlich echt so mega klar, dass der Schuss aufs Face gehen würde. Ja, und dementsprechend muss man ja damit beide nicht hier reinstellen. Mega ärgerlich. Ich meine, es promptet mir halt ein bisschen den 6-6er, weil wird halt auf dem nächsten Turn spielbar. Ja, perfekt, ey. Das so. Machen wir es so. Ich hoffe jetzt einfach, dass nicht das gleiche nochmal passiert, aber es passiert natürlich. Okay. Das Van Beast discountet das allerdings nur auf 1 runter dann.
Na, ja, viele Auswahlmöglichkeiten habe ich ja leider nicht. Ja, und was passiert, ist jetzt eigentlich auch schon relativ klar. Ja, ich bin jetzt echt angewiesen auf ein paar richtig starke Death-Rattles, um ehrlich zu sein. Ich kann jetzt hier zwar nochmal den entgegen droppen, der wird dann auch nochmal rauftraden, okay. Der ist auch richtig übel gerade. Hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ja, das ist halt echt traurig. Ich gerne mal auf diese Weise zu verlieren. Ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass hier mega was richtig Gutes rauskommt, ansonsten war es das halt gleich. Weil den kann er ohnehin direkt wegtraden. Am besten halt entweder Kel'Thuzad oder irgendwie, keine Ahnung was. Ich meine, ich könnte auch versuchen, die beiden zu droppen. Problem ist, wahrscheinlich werden beide gekillt. Ja, ich versuch's jetzt, aber wenn das jetzt nicht der Swinging Turn wird, dann ist eh vorbei. Okay. Man überlebt schon mal, immerhin. Wie machen wir es am besten? Kann ich hier noch irgendwas machen? Irgendwas Sinnvolles? Und halt den noch zweimal aufs Board droppen. Ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Einfach nur, um halt Board zu kriegen. Na, machen wir. Mal schauen, was der Gegner jetzt hier macht. Hier ist noch ein Blumengard. Den kann ich leider nicht überleben lassen irgendwie. Allerdings. Okay, der rockt rein auf jeden Fall. Hero Power kann ich mir sparen an für sich. Das nehme ich jetzt mal nicht weiter noch drauf. Wow. Wahrscheinlich wird mich die Karte jetzt wegficken. Da geht er nicht weg.
Ich mag leider nicht mal einen Help. Ja, ich kann nicht sagen, ich glaube. Mal gar nicht. Ach so, ja, Lumen auch noch direkt hinterher. Ja, natürlich, selbstverständlich, genauso hätte ich es auch gemacht. Was? Nein. Ja, so ist das. Wird wahrscheinlich kein Comeback mehr heute. Darkness right. So, bitte irgendwas krasses. Irgendwas krasses. Ah, okay. Immerhin etwas. Soll da auch wieder nicht vorbeikommen. Dann fährt es jetzt einfach durch. Und closen. Ja, und er bringt mir noch nicht mal irgendwas. So schlecht. My Fang and Claw. Ich muss es trotzdem damit machen, also. Da bleibt mir leider kaum irgendeine Wahl. Boom. Und einen Coin muss ich definitiv wegwerfen. Wahrscheinlich sogar eher zwei. Auf jeden Fall, dass er mir noch irgendwie eine Karte auf der Hand gibt. Der stirbt. Oh, der Tina könnte auch echt göttlich sein gerade. Wenn er es länger überlebt. Embrace the Crow. Ja, das war zu gut. No. Das war eine sehr unerwartete Wendung, würde ich jetzt mal so behaupten. Perfekt. Der Roundmaster, war da geregelt. Final champion also triumph.
So, da wir die Quest noch nicht fertig haben, mache ich hier eben noch mal mit dem Hauptmaß die letzten beiden Wins, bevor wir nämlich das Pack noch gemeinsam hier öffnen. Ja, was ich halt cool finde ist, bisher haben halt alle drei Games geklappt. Na, gib mal so die Hand. Man natürlich mit der Hero-Beute einfach wegzurushen. Next dann halt den droppen. Der geht face, ist natürlich perfekt in der Situation. Weil die zwei Hälften können wir uns natürlich wiederholen. Und jetzt haben wir richtig gut Board und können den nächsten Turn einfach hier klären mit oder finishen mit Kill Command. Und was haben wir hier on the hand? Stalking, Unwavering. Ich nehme hier wieder Unwavering. Hat ja sehr gut funktioniert, auch wenn ich jetzt das Deck danach quasi eh aufgeben werde. Einfach halt nur noch, um die Quest abzuschließen. So, die drei Karten gehen natürlich weg aus der Starthand. Wants me to disappear, ye. So, ja, mal schauen, ob er es wieder so macht. Freuen und ne, okay, diesmal ein Backstep am Start. Minions auf dem Board zu haben. Manfury, Divine Shield. Ich denke mal, wir nehmen hier das Divine Shield einfach mal. Wenn jetzt. Ich hatte eigentlich auch für Tech Coach momentan. You're not that sharp. Ja, immerhin kann man wohl alles removen. Könnte man auch hier unleashen. Spare ich mir aber an der Stelle. So, 5 Mana. Schauen, ob er noch was droppt, dann hey, mal die Stiefel hier auf. Okay, leider nicht ganz. 2. Auch nicht ideal. Ich hoffe, man noch nicht fern. Hoffen wir, das reicht. Gang up auf. Great Prince. 4 Mana hat er noch. 4 Wonder Mesh für Minion. Ja, hat gereicht, war allerdings knapp, muss ich dazu sagen. For honor.
Ja, ich kam hier relativ knapp rum. Aber okay. Mein neues Monster-Handpack vom Houndmaster. Weiter geht's dann in der nächsten Episode mit Femtinker. Vorher öffnen wir aber noch hier das Kartenpack. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas richtig Schickes noch rausholen können. Zum Abschluss des Videos. Oh ja, ihr seht schon eine legendäre. Houndmaster Shaw. Das passt ja einfach. Wir kriegen Houndmaster Shaw aus dem Kartenpack von der Quest mit dem Houndmaster. Wir passen einfach. Und ich glaube, die hat mir auch noch gefehlt. Also war wieder doppelt gut einfach. Wir schauen gerade nochmal in die Kartensammlung rein. Na, Disenchant Extra Cards. Habe ich schon die ganzen Comments. Allerdings New. Houndmaster Shaw. Richtig nice. Also, ja, 4 Mana, 3-6 von den Stats halt auch richtig gut. Und your other minions have Rush. Also, alle können halt direkt angreifen. Auf per Rush quasi. Ja, richtig gut. Und ja, wie schon gesagt, im nächsten Video machen wir weiter hier mit Defeat 10 Monsters as the Time Tinker. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.